Hallo meine Lieben, zu einem neuen Video. Das wird jetzt ein Neuzugänge-Video werden. Und ja, genau, ich fange an. Ich bin heute leicht verplant, ich weiß auch nicht wieso. Zuallererst möchte ich euch was zeigen. Und zwar habe ich bei der lieben Ela bestellt, bei Ela Schmuckkästchen. Den Link verlinke ich euch oder poste ich unten in die Kommentarbox, in die Infobox. Guckt da mal rein. Sie hat unheimlich tolle Sachen. Hier habe ich ja schon, glaube ich, die zwei Lesezeichen vorgestellt, die ich mir bestellt hatte. Und jetzt habe ich noch mal was bestellt gehabt bei ihr und habe da als kleines Dankeschön dieses total niedliche blaue Herz bekommen. Und da habe ich jetzt dieses Bernsteinherz von meiner Mama, habe ich mal geschenkt bekommen, einfach dazu gehängt. Und ich finde, es sieht total hübsch aus. Weil ich habe da von meinem Freund mal diese Bernsteinohrringe bekommen, die ich eigentlich fast nonstop trage. Und ich dachte mir, die Kette finde ich so zusammen, sieht total schön aus. So. Und die trage ich jetzt auch. Ich finde, die sieht so hübsch aus. Mir wäre sie zwar lieber hier oben, aber das war jetzt gerade die einzige Kette, die ich hatte, die da gepasst hat. Ja, so, dann fange ich mit meinen Büchern an. Und zwar fange ich an mit Gwen Cooper, Homer und ich. Das habe ich ja von der lieben Annika bekommen, in dem Päckchen, was ich euch ja vor ein paar Videos vorgestellt hatte. Ein total niedliches Buch, das ist im Weltbild Verlag erschienen. Und hat keine Ahnung, was gekostet. Ich finde es total bezaubernd, total schön gemacht. Auch mit diesem Rosa und dieser total bezaubernden, total doof reinguckende Katze, finde ich. Also ich finde die Katze so goldig. Ich finde, die guckt so richtig so. Ich finde die süß. So, einmal das. Dann hat der Weg zu mir gefunden, hat mir meine Mama mitgebracht. Und zwar von Kasia Ingermanson. Das große Glück kommt nie allein. Also ein Roman, der ist im Fischer Verlag erschienen und hat 8,99 € gekostet. Ein ganz schöner Schinken, da werde ich mich jetzt dann auch bald mal ranwagen. Dann habe ich zugestellt bekommen zum Rezensieren vom Arena Verlag, und zwar von Gabriela Engelmann, Weiß wie Schnee, Rot wie Blut, Grün vor Neid. Das ist aus dem Arena Verlag erschienen und ja. Hat mir dann die Frau Engelmann netterweise zur Verfügung gestellt zum Rezensieren. Sie hat es auch ganz süß signiert. Und auch nochmal eine total schöne hier Autogrammkarte dazu gelegt. Ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut. Also über Bücher, die signiert sind, finde ich, das sind nochmal so absolute Schätze. Ich habe ja so ein kleines Bücherregal. Wenn ich jetzt bald wieder eine Kamera habe, werde ich mal meine restlichen Bücherregale noch filmen. Und ich habe ein Bücherregal, welches wirklich meine absoluten Schätze beinhaltet. Die werden jeden Tag gehegt und gepflegt und gestreichelt und einmal in der Woche abgestaubt, wischt und stehen auch absolut ordentlich in Reih und Glied. Und da sind nämlich auch unter anderem meine bisherigen signierten Bücher. So viele sind es nicht, aber ein paar haben doch den Weg da gefunden. Und das kommt hier auch dazu. Das habe ich jetzt gestern ausgelesen. Ja, ich weiß, ich bin total krank momentan. Ich habe jetzt das eine Blood on My Hands, was ich jetzt auch gleich noch vorstelle. An einem Tag gelesen. Dieses hier habe ich jetzt gestern gelesen, in einem Tag auch, also zusammengefasst ein paar Stunden. Das ist einfach momentan so mein absoluter Ruhepol, das Lesen. Ich habe so viel Stress privat und in der Arbeit und alles irgendwie kommt zur Zeit zu viel. Und ich habe mir jetzt immer so 2 Stunden wirklich nur fürs Lesen Zeit genommen. Und das tut so unheimlich gut. Ich fühle mich jetzt wieder richtig gut und ruhig und einfach wieder angekommen irgendwie so in mir, so die Ruhe. Und deswegen hatte ich jetzt auch wirklich die Zeit, einfach die Bücher in einem Wisch wegzulesen, ja. Also zu dem Buch kommt heute noch eine Rezension, deswegen wundert euch nicht, wenn ich in beiden Videos gleich aussehe. Dann möchte ich meinen Schluck Kaffee trinken. So lecker. So, dann kommt Todd Strasser alias Morten Rhue, Blood on My Hands. Das ist im Carlsen Verlag erschienen und hat 9,95 € gekostet. Das habe ich mir ja bestellt. Habe es ja auch in einem Wisch durchgelesen und dieses Buch hat mich ja absolut fasziniert.
Und da ist ja auch die Rezension schon online, die verlinke ich euch unten in der Infobox. So, dann hat mir der liebe Rowohlt Verlag ein Buch zum Rezensieren zur Verfügung gestellt, und zwar ist das Angel Eyes, Zwischen Himmel und Hölle. Das ist ein Fantasy-Roman-Buch und ich finde, das Cover ist doch der Hammer, Leute, oder? Dieses verschwommene Auge, und dann, wenn ihr das hier so ein bisschen schimmern seht, das ist so ein bisschen, ja, erhaben ist es so ein bisschen, auch die Schrift hier von Angel Eyes, das ist so ein bisschen erhaben. Und ich finde das Cover einfach nur ein absoluter Traum. Ist wie gesagt im Rowohlt Polaris Verlag erschienen und kostet 14,95. Ist wie gesagt ein Fantasy-Roman und ich bin schon furchtbar gespannt darauf. So, dann hat mich heute noch ein Päckchen erreicht und ich habe ja Bausteine geglotzt. Also wirklich. Ich habe ja von dem Buch schon unheimlich viel gehört und habe mir gedacht, ich schreibe einfach den Verlag mal an, beziehungsweise habe mich erst mit der Autorin unterhalten, weil ich die über eine Bekannte von uns beiden quasi, dachte ich mir so, naja, ich schreibe sie halt mal an, weil wenn man doch miteinander Freunde hat, dann ist es immer gar nicht so schlecht. Und hab dann den Verlag angeschrieben und habe dann dieses Buch erhalten. Grimm. Das Siegel des Feuers. Und ich bin ja überwältigt von diesem Buch. Das passt gar nicht rein. Das ist ja ein dermaßener Schinken und so wunderschön gestaltet. Also ich bin wirklich, ich habe echt ausgeflippt, hey. Ich bin in der Wohnung rumgehüpft, als ich das ausgepackt habe, und dachte mir, ja, was ist das für ein krasses Cover? Und auch das Cover ohne Schutzumschlag, ich mache mal den Schutzumschlag weg, ist das doch ein Highlight, oder? Ich finde, das ist so hammerschön gemacht. Also echt, ich bin dermaßen begeistert von diesem Buch, schon allein von der Aufmachung. Und ich sag's euch, ich bin so gespannt auf das Buch. Auch die Innenillustration von den ersten Seiten, seht ihr das? Das ist so Hammer. Hier seht ihr die Autorin. Ja, da seht ihr die Autorin Gesa Schwarz. Unheimlich nette Person und ich hoffe, dass ich sie mal irgendwann persönlich kennenlernen darf, weil ich wirklich begeistert bin. Also das Buch wird eines der nächsten sein, die ich jetzt dann verschlinge. Ich habe jetzt noch ein, zwei Bücher, die ich da vorlesen muss oder darf. Ich hasse es ja immer, wenn ich, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, ja. Aber auch wenn ich mich unbeliebt mache, aber ich hasse es immer, wenn andere Leute sagen, ich muss noch das und das Buch lesen. Nein, Leute, ihr dürft. Bücher lesen ist doch ein Genuss, eine Freude. Ihr müsst es doch nicht. Ich finde das immer so, das tut mir immer am Herzen weh, wenn jemand immer sagt, oh, ich muss noch dies und das und das und das lesen und ich muss, ich muss, ich muss. Dann ihr müsst nichts. Und mir tut es immer so in der Seele weh, wenn jemand sagt, er muss. Für mich ist Lesen so beruhigend und so ein Genuss, ja. Und ich kann das immer nicht haben, wenn jemand sagt, er muss das Buch lesen. Nein, er muss es nicht. Er darf. Jedes Buch, was man lesen darf, ist auch ein Genuss und man muss sich doch auch daran erfreuen können und kann doch nicht sagen, er muss das lesen. Nein, er darf diese tollen Bücher lesen. So, das war jetzt mal ein kleiner Ausbruch à la Huch. Also Grimm. Wie gesagt, ich darf da noch vorher ein, zwei Bücher lesen, weil an diesem Buch werde ich doch etwas beschäftigt sein. Und da möchte ich dann die ein, zwei dünnen Bücher, die ich noch habe, vorher lesen. So, und dann hat mich noch erreicht von meinem geliebten Knauer Verlag. Ich muss ja wirklich sagen, auch bevor ich YouTube-Videos gemacht habe und rezensiert habe, habe ich eigentlich wirklich in meinen Bücherregalen zu 90% Carlsen Verlag und Knauer Verlag und relativ häufig auch noch Goldmann Verlag. Also diese drei Verlage haben auch schon vorher irgendwie immer den Weg zu mir gefunden, auch wenn ich noch nicht bei YouTube rezensiert habe und meine Bücher mir einfach blind ausgesucht habe, ohne dass ich da irgendeinen Hintergrund dazu gesehen habe.
Muss ich echt sagen, das fand ich lustig. So, und jetzt von meinem geliebten Knauer Verlag. Und zwar Andreas Franz, Eisige Nähe. Jetzt ist mir mein Lesezeichen natürlich geflutscht. Ist das hier, ist ein Kriminalroman. Kostet 9,99 € und ich habe ihn jetzt gerade begonnen. Also wie gesagt, ich bin noch nicht so weit. Aber ich finde die ersten Seiten schon sehr gut. Und ja, ich bin gespannt. Und, oh, hier riechen alle so gut nach neuen Büchern. Ja, genau, okay. Also, bevor ich jetzt wieder abschweife. Es werden noch ein paar Bücher jetzt den Weg zu mir finden. Ein paar stehen noch aus. Werde ich aber dann im nächsten Neuzugänge-Video machen, weil wie ihr seht ja schon von der Zeit, 10 Minuten 40, sind ja jetzt doch schon ein paar Bücher jetzt wieder zu mir gekommen. Und ja. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich drehe jetzt dann gleich noch die Rezension zu dem Schneewittchen-Roman und wünsche euch dann jetzt einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!